Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Film Talk des Grauens. Heute widmen wir uns dem italienischen Zombie-Film Die Hölle der lebenden Toten aus dem Jahre 1980, auch bekannt unter dem Titel Virus oder Zombie Creeping Flesh oder auch Hell of the Living Dead. Kurz zum Inhalt des Films. Der Film beginnt mit einem Störfall in einer Forschungsstation in Neuguinea, bei dem Viren freigesetzt werden, die Menschen in wandelnde Tote verwandeln, mit unstillbarem kannibalistischen Hunger, also in klassische Zombies. Und ein Reporterteam, das sich derzeit auf der Insel aufhält, zufällig allerdings, und eine vierköpfige Spezialeinheit, die dahin entsandt wird, um genau zu untersuchen, was da passiert ist, die schlagen sich dann gemeinsam durch den Dschungel und versuchen dann gemeinsam auch die genauen Hintergründe dieser Zombie-Epidemie in Erfahrung zu bringen. Ja, so als grobe Inhaltsbeschreibung ist das, glaube ich, ausreichend. Was meinst du? Ja, ist sehr gut. Ja, wollen wir direkt in die Diskussion einsteigen zum Film. Ach so, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, der Film ist von Vincent Dorn, was das Pseudonym von Bruno Mattei ist, einem italienischen Schundfilmer, den wir, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal hier im Filmtalk dabei haben, aber ich glaube, darauf gehen wir vielleicht später noch ein, wie dieses Werk im Matthäischen Övre zu bewerten ist. Ja, okay. Ja, also du hattest ja den Film vorgeschlagen und ich habe den tatsächlich nie gesehen, beziehungsweise nur davon gehört, weil es ja einer dieser berüchtigten Filme ist. Und habe den dann eben geschaut im Hinblick eben auf die Sendung. Und deine Inhaltsbeschreibung finde ich ist so ein bisschen, sagt man, miss. Wie sagt man so, irreführend, weil die auf jeden Fall so eine Art Kohärenz bietet, die in dem Film nicht wirklich vorkommt. Also wir haben am Anfang, wie du es ja beschrieben hast, diese Forschungsstation, ist ja so eine Art Gesundheitsstation, in der so Forschungen gemacht werden zum Wohle der Menschheit, in Anführungszeichen. Und dann gibt es einen Hard Cut. Und dann sind wir plötzlich bei einer Geiselnahme in Spanien, übrigens, wo diese Spezialeinheit schon auftritt, um Ökoterroristen, die den Konzern, der diese Forschungsarbeiten macht, quasi wollen, so in die Knie zwingen wollen. Und dann kommt diese Spezialeinheit, die unfassbares taktisches Wissen hat, und dann einfach die ganzen Geiselnehmer in dem Fall knallhart über den Haufen schießt. Und dann nach dieser Szene kommt sofort wieder ein Hardcut und die Spezialeinheit ist plötzlich in Neuguinea. Aber das wird alles ohne Ortszeitangaben gemacht und ich war am Anfang leicht verwirrt, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ging eigentlich von Okay. einer, ja, so diese Schnittstruktur ist schon ein bisschen abrupt, aber im Endeffekt, ich glaube, diese Szene in Spanien, die fängt damit an, dass die vor diesem Gebäude stehen und sagen, lasst uns die Scheiße hier schnell durchziehen, danach sind wir in Neuguinea. Also den Auftrag haben die schon. Und die Szene dient ja eigentlich nur dazu zu zeigen, was das so für harte Typen sind und dass die halt irgendwie entsprechende Kompetenzen haben und die so ein bisschen als die Heroes so zu etablieren. Und gleichzeitig hat diese Szene natürlich auch so einen interessanten Foreshadowing-Aspekt, weil du meintest ja gerade diese kommunistischen Terroristen da, die zielen ja irgendwie auch ab auf diesen Gesundheitskonzern. Und was interessant ist, als der letzte von denen da irgendwie im Sterben liegt und noch so ein paar Worte von sich gibt, ist es wie so eine Art düstere Prophezeiung, dass ihr werdet den grausamsten aller Tode sterben, so. Und die gucken ihn nur so komisch an und dann kommt dieser Schnitt. Und das ist halt so ein bisschen vorweggenommen, was die dann auf Neuguinea dann ereilt halt.
Weil die haben ja überhaupt keinen Plan, was da vor sich geht. Die wissen natürlich nicht, dass sie da auf menschenfressende Kannibalen bzw. Zombies stoßen werden. Weil für mich hat es sich immer so ein bisschen angefühlt, als wenn der Film so bis zu einem bestimmten Punkt den Film irgendwann so Starts und Stops irgendwie hat, bevor dann wirklich die Handlung einsetzt, wo dieses Reporterin mit dem Dokumentarfilm, also das Team, beziehungsweise die Einheit dann wirklich eben zusammentreffen, um dann auch wirklich dann zu diesem Konzern eben zu gelangen, der eben in Neuguinea Ja, okay, das dann. ist halt so die Mission, überhaupt zu dieser Fabrik zu gelangen, die halt nochmal irgendwie isoliert in dieser Insel quasi liegt. Und aber ich finde schon, dass da, wo die Figuren eingeführt werden, ist immer auch relativ zeitnah gleich so diese Bedrohung präsent. Zum Beispiel bei der Reporterin und ihrem, also es sind ja eigentlich nur zwei, ne? Es ist dieser Fotograf und die Reporterin. Und diese anderen Leute, mit denen die unterwegs sind, die sterben ja relativ schnell. Genau, die kommen dann zu so einer Religionsmission, die Genau. schon, Also eigentlich die erste Szene, wo man diese Gruppe zeigt, wird auch schon gleich quasi verwandelt sich schon gleich in so ein Überfallszenario, wo dann deutlich wird, okay, dieses Virus, was wir in der allerersten Szene quasi so als Hook gesehen haben, wie es freigesetzt wird und diese Fabrikarbeiter halt verwandelt in Zombies. Okay, das ist jetzt quasi aus der Fabrik auch raus und hat sich in den Dschungel quasi verbreitet. Und das wird relativ schnell so präsentiert und diese Spezialeinheit, die trifft ja dann auch direkt darauf, auf dieses überlebende Reporterteam so. Beziehungsweise die kriegen das fast gemeinsam raus, dass irgendwie die Leute im Dschungel hier so eine komischen Kannibalen sind und sie überfallen, Zombies sind. Ja. Wie hättest du den Film angefangen? Also jetzt in Bezug auf die Spezialeinheit und wie sie da hinkommt? Also ich habe mir das irgendwie so als Szenario ausgemalt, dass wir die vierköpfige Spezialeinheit haben, die eben so ein krasses, ja sagen wir mal so Waffenskills und so haben, einfach so ein taktisch eben sich durch Gefahrensituationen manövrieren können und dann eben diese Reporter haben. Was ich mir zum Beispiel vorgestellt hätte, wäre, dass das gibt es quasi so ein, ja, so eine Art Dokumentarfilm über diese Station. Und dann gibt es quasi diesen Ausbruch. Und die Spezialeinheit ist quasi so da, um die so Bodyguard-mäßig eben zu beschützen. Oder eben wir haben quasi diese Einheit, weil die Reporter da rausfinden, dass irgendwas vor Ort ist, dass die quasi entsandt werden, um die weg zu eskortieren und dabei eben dieser Ausbruch eben passiert und so ein Szenario ist, wo die gemeinsam eben abgeschnitten werden und entweder zusammenarbeiten müssen oder eben sich feindlich gesinnt sind, aber halt alles so Richtung dieser Forschungsstation eben spielt und also eben quasi ein bisschen kohärenter ist, dass diese, ein bisschen so wie bei Dawn of the Dead, wo die dann in dieser Mall sind und als sie dann in der Mall sind, auch wirklich nur noch in der Mall sind. Und das hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass quasi das Geiselnahme-Szenario und so vielleicht gar nicht drin ist, sondern es alles ein bisschen, ja, kohärenter eben. In dem Fall, das hätte ich mir persönlich gewünscht, weil als der Film dann zu diesem Finale übergeht, war der auf jeden Fall spannend und ich habe wirklich mitgefiebert, was teilweise davor nicht wirklich so der Fall war, für mich jedenfalls. Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die letzten Minuten, wo sie dann endlich auch bei der Station ankommen und dann da irgendwie die Überreste finden von den ganzen ja, Angestellten, dass das auch so die geilsten Momente des Films sind. Aber ich finde, dass sich der Film bis daher durchaus so ein gesundes Steigerungs Potenzial entfaltet. Also das, es gibt ja jetzt nicht so viele Sequenzen in dem Film. Die kommen halt an in diesem Dschungel, dann diese Missionsstation und dann gehen sie da ein bisschen tiefer rein, dann kommen sie noch zu irgendeinem Haus und dann hast du auch schon dieses
all diesen Feuer bei diesem Stamm da quasi zu Genau, und dann Gast. kommen die eben zu diesem verlassenen Hotel, Ja, oder? genau, dieses Hotel. Und dann sind Ne. sie, glaube ich, auch schon, sind wir Klar. schon Richtung Finale. Und ich finde aber, dass diese Schauplätze relativ cool so sequenzmäßig aneinander anschließen und immer so ein bisschen auch was anderes bieten. Und schon auch so den Eindruck erwecken, vor allem mit dem Archivmaterial, was zwischendrin reingeschnitten ist, was so Dschungelsequenzen sind, schon so ein Gefühl von Distanz und Abenteuer erzeugen, dass man auch wirklich das Gefühl hat, die müssen sich bis dahin durchkämpfen und sind jetzt nicht einfach plötzlich da. Und es ist ja auch wirklich gefährlich, weil natürlich auf dem Weg zu dieser Station alles voller Zombies ist. Und also was ich sagen muss jetzt noch zu dieser Struktur, ich fand es eigentlich ganz geil, wie das gemacht war, dass du halt irgendwie so einen plötzlichen Ortswechsel am Anfang hast und erstmal gar nicht einordnen kannst, was das zu bedeuten hat. Und die dann auch auf jeden Fall direkt da landen. So, ich fand es halt, klar, es ist ein bisschen komplizierter, als es vielleicht sein müsste, aber in der Komplikation auch wieder ökonomisch, weil halt auch nicht viel Zeit damit verschwendet wird, ewig dazu überzuleiten, sondern das halt, dieses Abrupte fand ich eigentlich ganz nice so. Und was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass es natürlich überkonstruiert ist, dass diese zwei eigentlich unabhängig voneinander agierenden Gruppen dann zusammengeführt werden. Da hätte man sicher auch, wie du gerade vorgeschlagen hast, eine Konstruktion finden können, die es logischer erscheinen lässt, dass die überhaupt zusammen am selben Ort sind. Und es ist natürlich auch komplett unglaubwürdig, dass für so einen schwerwiegenden Unfall, der da passiert ist, und der wird ja auch durchgegeben am Anfang noch von diesem Fabrikleiter oder keine Ahnung. Es ist natürlich komplett unglaubwürdig, dass die da vier Leute, die ab und zu mal so ein paar Terroristen oder sowas in so einer Geiselnahmesituation bekämpfen, dann auf diese Insel alleine schicken. Es müsste eigentlich eine riesige militärische Einheit sein, so vom. Ja, genau, oder dass irgendeine militärische, dass die quasi ein Teil einer Genau. größeren Gruppe sind und durch Aber. einen Ausbruch eben Genau. isoliert werden. Aber es ist halt irgendwie auch geil, dass die gleich von Anfang an so komplett alleine sind, so wie die letzten Überlebenden auf der Insel fast. Es gibt natürlich noch diese Mitglieder von diesen Stämmen da, wo diese Reporterin sich natürlich auch voll gut auskennt und unter Einsatz ihrer, sagen wir, körperlichen Attribute dann auch sich Vertrauen und Zugang verschafft, ne, zu diesem Das ist ein Ganzkörpereinsatz. Dorf, ja. Ist so selbstzweckhaft. Die Szene ist übrigens voll geil, wo dann diese etwas ignoranten und natürlich machohaft wirkenden Spezialkommandotypen dann so, ja, keine Ahnung, wie sollen wir da rein und so. Und die haben natürlich gar keine Ahnung von dieser Kultur da vor Ort. Und sie so, ne, ich weiß genau, wie man das macht, knöpft dann erstmal ihre Bluse auf und voll in der Aufnahme hält ihre Titten ins Bild. Ja, nee, also ja. An sich fand ich, wurde das Gefühl schon gut vermittelt. Die sind da alleine. Es gibt diese Übermacht von Zombies und die haben eigentlich keine fucking Chance gegen die. Und das ist allerdings auch mit billigen Mitteln natürlich nur möglich gewesen umzusetzen, weil die konnten sich jetzt nicht diese riesigen Armeen leisten von Untoten, die da umherwanken. Es sind immer nur ein paar Leute, die im Bild sind, klar. Ja. Aber dadurch, dass du halt nicht noch andere oder größere Gruppen von sich zur Wehr setzenden Lebenden hast, wirkt es halt schon ganz gut, dass es wie so eine Art Ort der Verdammnis halt ist. Ja, klar, und wir haben zwar nicht allzu viele von denen, ich sage jetzt einfach Zombies, Ja. sind ja infizierte Menschen, dass sie auch durchaus sehr ruppig agieren und dann ja auch den Leuten durchaus mal so in die Schulter beißen oder halt durchaus sehr bestialisch eben zur Sache gehen. Gleichzeitig aber dieser Spezialeinheit gegenüberstehen, die selbst absolute Übersadisten sind, die sich dann auch teilweise einen Spaß draus machen, die
Zombies zusammenzuführen, die mit Feuer zu bedrohen, beziehungsweise durch Kopfschüsse eben zu töten. Naja, Und gut, es ist aber schon Notwehr. Also, ich glaube, die Aggression, die die an den Tag legen, ist so ein bisschen eine Strategie, um die eigene Angst so ein bisschen zu unterdrücken. Also es gibt ja den einen aus der Gruppe, der heißt der Randy. Und bei dem habe ich das Gefühl, dass der das zum Spiel teilweise für sich gemacht hat, um die Zombies zusammenzuführen, der sich ja teilweise dann bis in die Mitte von denen begibt und die dann eben Immer zu. sehr riskant Genau. sich Und da fand ich das auch ein positioniert. bisschen schade, weil die Gruppe wird ja als sehr kompetent in dem Fall eingeführt oder dass die eben sehr viele Skills haben. Aber wenn die dann quasi auf diese Zombies treten, zum Teil dann aber auch wirklich unprofessionell agieren. Es wird relativ Stimmt, schnell ja. erkannt, dass durch Randy, der eigentlich der Irre der Gruppe ist, dass die durch Kopfschüsse hingerichtet werden können. Das Die stimmt, haben eine ja. limitierte Munition, also limitierte Magazine und ähnliches. Und dann trotzdem immer auf die Körper raufhalten und dann Genau. nicht gezielt Das Kopfschüsse. war auch etwas, wo ich einfach nur mit den Augen gerollt habe, weil ich meine, er findet es schon so ziemlich in der ersten Konfrontation Ja, dann in dieser raus. Mission dort. Genau, nachdem die diesen Ja. einen Typen nicht stoppen können, so mit Brustschüssen und so, und dann, Ja. okay, ja, wir müssen in den Kopf schießen. Ja. Und obwohl er das dann auch den anderen sagt, Machen die es einfach nicht. machen die und er selber das dann auch nicht, sondern Genau, er dann. schießen aggressiv ihre kompletten Magazine Ja. in die Torsi oder Torsos der Zombies Ja. rein. Und das ist natürlich komplett irrational, aber andererseits hatte ich auch den Eindruck, dass es so gezeigt werden soll, dass zumindest der Typ in Anbetracht dieser wirklich unerwarteten, bizarren Grausamkeit seinen Verstand halt auch verliert. Also ich Klar. hatte schon den Eindruck, dass das jetzt so gezeigt werden soll, dass diese eigentlich so krasse und kompetente Gruppe in diese Situation halt auch irgendwie so irre wird, so. Ja, also vor allen Dingen bei dieser Randy-Figur hatte ich das Gefühl, dass er es teilweise zum Spaß macht, aber du hast auch recht, dass es im Verlauf dann so ist, dass sein Verhalten immer irrationaler wird und man das durchaus auch so auslegen könnte, dass eben die Figur ja in dem Fall den Verstand verliert, weil es mit so einer. Ich meine, wie würde man selbst reagieren, wenn man so mit so einer Situation konfrontiert wäre? So, am Anfang würde man wahrscheinlich, keine Ahnung, so erstmal drüber lachen, dann wahrscheinlich so Deer in the Headlights so mäßig so gucken und dann wahrscheinlich gleich aufgefressen werden. Ist halt Ja. so fucking irrational, so das Szenario, aber Also ich persönlich würde es so machen wie die Reporterin. ja. Ich würde mich erstmal nackt machen, mich anmalen und dann versuchen, Unterschlupf zu finden bei den Stamm. bei diesen, genau, bei diesen Steinzeitmenschen, die da ihre komischen Voodoo-Tänze aufführen. Aber wie man gesehen hat, so wirklich geholfen hat es ja auch nicht lange, weil dadurch, dass die da so einen Ko Totenkult betreiben und Ja, ihre geliebten den Aspekt fand Verstorbenen ich super. ja so aufbewahren und Ja. weiterhin sozusagen bei sich tragen, sage ich jetzt mal, Ja. ist es natürlich so, dass man sich dann auch diese Zombies ins eigene Haus holt, so. Ist dir das auch aufgefallen bei dem Film, dass das so wirkt, als wenn dort Archivmaterial benutzt worden ist? Ja, ist auf jeden Fall so. Viele Szenen habe ich zum Beispiel wiedererkannt aus diesem einen Mondo-Film von, ich glaube, Akira Ide. Also, es ist so ein japanischer Film. Genau, ja. Guinea-Ama Gesichter des Sterbens. Der spielt eben tatsächlich auch in Neuguinea. Und viele Dokumentarszenen aus diesem Film, gerade was diese Stammesmomente betrifft, wo es um diesen Totenkult oder diese Leichen. Diese Mumien zum Beispiel am Anfang, wo die Spezialeinheit gerade da gelandet ist, die Szene habe ich wiedererkannt. Und wo die dann bei dem Stamm sind, wo die Leichen so, keine Ahnung, abkochen und ablecken und solche Sachen. Die Genau. sind definitiv aus diesem Guinea-Ama Ja, als und Archivmaterial ja, benutzt. also ich muss sagen, auch wenn ich eingangs erwähnt habe, dass ich mir das so ein bisschen kohärenter mehr mit dieser Forschungsstation gewünscht hätte als im Drehort, muss ich sagen, in diesem Dschungelszenario, dass eben gerade dieser Aspekt des Totenkults, also diese wie sagt man, Aufbahrung, irgendwie dieser Ja. Toten, beziehungsweise auch eben dieses, ja, so Ablecken und so, was für uns ja schon total bizarr wirkt, was für diesen Stamm tatsächlich eben, ja, was eben alltägliches ist.
Und darin eben sich dann dieses Zombie-Ding so etabliert. Das fand ich irgendwie, da kamen so mehrere Dinge dran, also mehrere Dinge zusammen, die ich einfach irgendwie separat voneinander feiere. Und dann hat es teilweise wirklich schon so, ja, irgendwie sehr krass gewirkt für mich. Ja, es ist ja irgendwie auch schon so eine Art, zumindest, es gibt ja so einen metaphorischen Link, was dieses Kannibalismus-Thema betrifft, durchaus. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass die da ihre Toten unbedingt verspeisen, aber halt so Ne. diese Körpersäfte werden irgendwie so Genau, abgeleckt und doch, ausgekocht. das gibt es auf jeden Das hat ja so Fall, einen ja. leichten, Anklang auch von Kannibalismus, sage ich Klar. mal. Und dadurch, dass die dann sowieso mit diesen Zombies dann konfrontiert sind, die eben ihre eigenen Leute gewissermaßen auffressen, ist es halt irgendwie eine, ja, so eine poetische Verbindung, die Klar. halt Sinn macht, sage ich mal. Nein, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Oh. So auf jeden Fall, wenn ich überhaupt nicht bereut habe zu schauen. Darf ich dich vielleicht fragen, wie du auf den Film gekommen bist? War es einfach, weil Bruno Mattei quasi in Shocking Dark zum Beispiel schon mal erwähnt haben? Oder war es einfach, weil der Film einen berüchtigten Status hat? Oder einfach. Also, ich habe den Film halt schon mal gesehen Ah, okay. und Oh. fand den. Also, das war immer so ein Ding, wo eigentlich fand ich den Film halt als Zombie-Film, wenn man ihn vergleicht mit anderen Klassikern, sage ich mal, aus Italien auch speziell, immer so ein bisschen trashig und billig. Aber irgendwie dann die Atmosphäre und manche Ideen aus dem Film waren dann wieder doch geil, so dass ich mir halt nie sicher war, ob ich den Film jetzt weiterempfehlen kann oder nicht. Und ich dachte mir halt jetzt für die Sendung wäre es cool, wenn wir mal wieder so einen schönen Zombie-Film besprechen, halt aus der Ära. Und bei dem Film hat es mich auch speziell jetzt interessiert, wie ja, du ihn halt gefunden hast. Und ich denke, es ist halt ein Film, der zumindest das Potenzial bietet, dass wenn man darüber redet, der halt so ein bisschen vielleicht für ein Schmunzeln sorgen kann oder halt, dass man mit so einem Augenzwinkern auch darüber reden kann, weil da natürlich auch viele Klischees und so drin sind. Aber das muss ich tatsächlich sagen, also auf der handwerklichen Seite lässt sich dafür in meinen Augen nicht lumpen, weil wir haben dieses Archivmaterial aus Guinea-Arma, dann haben wir eben dieses original gedrehte Material. Und ich finde, dass das durchaus professionell eben zusammengeschnitten ist, dass es einfach nicht billig wirkt. Oder auch diese eingefügten Dschungelszenen, wo dann einfach mal ein Tier sich im Bild bewegt. Und das wirkt durchaus sehr konsistent. Also die Atmosphäre wird auf jeden Fall erzeugt. Ja. Und ich finde halt der Aspekt, wo man wirklich dem Film so eine billige Machart richtig anmerkt, sind halt speziell die Splatter-Effekte und die Gewaltmomente so. Ja. Weil diese Prothesen, die da eingesetzt werden, das hat halt wirklich schon so eine Art, Faschingscharakter. ja, so eine Art Faschingscharakter. Und trotzdem ist es aber irgendwie, wie sagt man, es ist irgendwie trotzdem sympathisch, sage ich mal. Also man kann darüber so schmunzeln Ja. und gleichzeitig dann, wenn man dann bedenkt, dass der Film ein Stellvertreter quasi einer zensurgeschichtlichen Ära, speziell auch im deutschen Raum ist, regt es dann irgendwie so zum Schmunzeln an, weil das halt eigentlich so harmlos ist, aber quasi als so verboten und böse und gefährlich mal gegolten hat oder vielleicht, ich glaube, der Film ist immer noch Der ist beschlagnahmt, immer noch beschlagnahmt. was halt komplett lächerlich ist, weil ganz ehrlich, ich meine, diese Szene zum Beispiel, wo ich sage jetzt nicht wem, aber es gibt einen Charakter in dem Film, der dann irgendwann das Zeitliche segnet und da wird so der Mund aufgerissen von den Zombies und dann so eine Hand reingesteckt, die Zunge rausgeholt und von hinten dann so die Augen rausgedrückt, dass die vorne aus dem Schädel kommen. Ja, Und das ist halt so in Nahaufnahme herzerfrischend. Ja. gezeigt und das ist halt wirklich wie in so einem komischen Stop-Motion-Comedy, weiß ich nicht, Kinder-Horrorfilm gemacht so. Und das war aber damals quasi der Schockeffekt, der dann so die auch deutschen Sittenwächter dazu veranlasst hat, diesen furchtbar
grenzüberschreitenden Film halt verbieten zu lassen. Das Ich ist glaube, halt. dass der auch, also da bin ich mir gerade unsicher, ich vermute es, aber ich glaube, es war auch einer, der in England Probleme hatte, einer der Filme. Bin mir fast sicher, dass es auch einer dieser Videonasties war. Ich glaube, der englische Titel war. Zombie Eating, nee, Zombie Creeping Flesh. Ja, richtig, genau. Zombie Creeping Das ist Flesh, der genau. UK-Titel, ja. Genau, und in dem Fall, ja, aber vielleicht auch, weil auch mehrere Dinge eben zusammenkommen, so Kannibalismus mit dieser Totenkohl-Zombies, das ist ja durchaus schon so Red Flag-mäßig und halt natürlich auch so dieser deutsche Videotitel, die Hölle der lebenden Toten, Klar, das ist halt aber also schon so ein episches ja. Gemetzel Trotzdem ist die damit Machart des infiziert. Films halt wie Erwie, sag ich mal. Es ist schon ein Film, der Spannung hat und die Horrormomente, die sind schon atmosphärisch. Es ist aber trotzdem kein Film, der auf irgendeine Art und Weise erschreckend wirkt oder verstörend wirkt. Man könnte eher sagen, es ist halt so ein Grusel-Horror-Ding mit Abenteuer-Einflüssen, würde ich sagen. Du hattest ja erwähnt, dass bei den Gewaltmomenten durchaus so eine Billigkeit eben so zutage tritt. Man merkt halt da einfach, Klar. dass das Budget nicht Und groß war. man merkt es eben auch daran, dass eben der Soundtrack Es ist auch noch so ein Ding. benutzt worden ist von Goblin. Goblin, oh. Und dann hatten wir tatsächlich den Soundtrack, also auf jeden Fall in meinen Augen im Buyo Omega schon mal Auf gehört. jeden Fall, Du ja. meintest ja noch aus Die haben aus drei, mindestens drei Soundtracks das so zusammengeklaubt. Dawn of the Dead, beziehungsweise Zombie. Klar. Contamination, zu Ah, Deutsch Contamination. Asteron, die Brut des Schreckens, dieser Alien-Invasionsfilm, Ja. den wir irgendwann unbedingt auch mal besprechen müssen, Ja, weil der müssen. richtig geil ist. Und aus, ja, Bujo Omega, beziehungsweise Sado, Du stoß stoß das das Tor Tor zur zur Hölle Hölle auf. auf. Genau. Ja, und Ja. sind ja auch also wirklich richtig geile Soundtracks und tolle Kompositionen, Klar. die natürlich auch hier wieder funktionieren in diesem Natürlich. Kontext. Aber als Ist halt. jemand, der halt vertraut ist mit den anderen Werken, erkennt man da natürlich sofort, dass die hier einfach mal gesagt haben, nö, eigene Musik ist uns zu teuer. Wir nehmen das aus anderen Filmen, wo es schon funktioniert hat. Ja, aber wie du es erwähnt hast, ich meine, es funktioniert in dem Fall, man, nur wenn man halt so ein bisschen dieses Hintergrundwissen hat oder halt mit dem Film ein bisschen mehr vertraut, sagt man, oh, alles klar, das kennen wir schon halt. Ja, Ja. es wirkt halt eher ironisch, wenn man sich wirklich ein bisschen Na. auskennt, sage ich mal, mit dieser Filmära oder mit der Materie, dann kann man halt so darüber schmunzeln. Aber jemand, der jetzt überhaupt nicht damit vertraut ist, unabhängig von teilweise absurden Schauspielmomenten und halt diesen billigen Splatter-Effekten, würde den Film wahrscheinlich als relativ kompetent empfinden, denke ich mal. Ja, ein Aspekt, den ich noch sagen muss, den ich etwas ja, mit so einem lachenden Auge geschaut habe, war die Szene, wo es diese UNO-Konferenz gab, wo man klar sieht, es ist halt so ein ja, Hörsaal wahrscheinlich von einer Uni, die irgendwo in Mailand oder so ist, und dann diese UNO-Konferenz gezeigt wird mit so, da sitzt ein Asiate, so 20 Meter weiter sitzt halt ein Schwarzer. Und dann halt irgendwie ein US-Amerikaner. Und es wird quasi so dieser hitzige Talk, beziehungsweise die Diskussion wird darüber geführt, welche Stoßrichtung die Politik eben ja, führen soll. Und ich muss sagen, das ist halt für das Budget ja, schön, dass die Szene drin ist, aber ich musste halt eben schmunzeln. Dann liegen auch das Papier drum, so ein bisschen wie bei einer Börse, so am Haben sie Ende von so schnell ein einem paar Tag. Seiten vom Skript Ja, und da muss rausgerissen, ich die sie wirklich schon sagen, abgefilmt hatten. gut, dass die Politik als Aspekt eben auch drin ist, aber ich musste schon drüber lachen, ich Ja, gebe die es ehrlich Szene war so. auf jeden Fall. Und dann auch manche so in einer Art Faschingskostüm, so, Ja. um dann zu repräsentieren, dass sie dann auch wirklich ihrem, ja, Dass sie ihre Kultur Kultur repräsentieren. repräsentieren, genau. Genau, Die ja. war auf jeden Fall witzig. Übrigens Kostüme. Ich fand diese Outfits von der Spezialeinheit richtig nice. Dieses Ja. dunkle Blau. Ja. Dann in diesem Dschungel-Settings hat einen sehr geilen Ja, Kontrast. finde ich, hatte ich es auch und hat mich auch an den Film eben Dawn of the Dead eben erinnert. Ich Richtig. glaube, das war auch damals,
tatsächlich in diesen Spezialeinheiten auch wirklich so, dass die diese Caps hatten Ja. und auch diese dunklen, ich glaube schwarz, blau oder dunkelblau, marineblau war, glaube ich, auch in Spezialeinheiten so eine Aber gerade hauptsächliche in dem Farbe. Dschungelsetting sorgt das für einen sehr schönen Kontrast, finde ich. Ja, Ja. finde ich auch. Das ist ein guter Aspekt. Ja. Ja. Was ich auch sagen muss, ich kenne jetzt nicht allzu viele Bruno Mattei-Filme, also einige, nicht alle. Und der hat ja oft mit diesem Fragasso zusammengearbeitet, auch in zum Beispiel Shocking Dark. Ich glaub, der hat hier auch uncredited Co-Regie Genau, geführt. ich glaube, der hat auch in einigen Szenen Regie geführt und halt auch wieder fürs Drehbuch verantwortlich. Man merkt teilweise bei den Filmen eben so eine atmosphärische Qualität, aber auch gleichzeitig so eine düstere Art. Vor allen Dingen hier in dem Finale finde ich, ist es extrem düster. Weil, ja, wollen wir nicht zu viel verraten, aber ich finde es durchaus sehr nihilistisch geraten. Das, was zum Beispiel Dawn of the Dead hätte sein können, ganz am Ende, aber immer noch so einen Hoffnungsschimmer hat. Hier finde ich, ist es so, dass quasi das Tor zur Hoffnung versperrt ist. Und das ist auch so ein Aspekt, der mir ganz gut gefällt, weil ja, wenn oft wenn diese Filme so eine Billigkeit haben und nicht das höchste Budget, können die das oft wettmachen. Oder auch zum Beispiel manchmal bei Jess Franco, dass dann halt diese Enden in Erinnerung bleiben, weil sie halt sehr düster sind. Fand ich auch toll, das Ende dieses Films. Ja. Und ist aber auch irgendwie schon fast was, was ich mir erwarte von so italienischen Zombie-Filmen aus der Ära. Weil die allermeisten von denen haben so ein richtiges Down-Ending, wo halt klar ist, jetzt ist die Apokalypse so unaufhaltbar Richtig mäßig. schöner Downer. Und jetzt, wo du Zombie erwähnt hast, ich finde gar nicht, dass das so einen Hoffnungsschimmer hat. Es ist mehr so wie so Galgenaufschub, so ein bisschen, weil. Ich sag, es ist ein bisschen, die haben halt noch Nee, ein nee, bisschen es. Treibstoff im Tank Ja, und es ist so genau. vielleicht ergibt sich was Ja, so. aber trotzdem finde Klar. ich, hat das auch eine krasse Düsternis, Na weil klar. du eigentlich wirklich damit rechnen musst, dass die dann kurze Zeit später ja, den Zombies auch in die Hände fallen und Ja. das nicht überleben. Und Aber das es ist anders als dieses Ende, wo was ursprünglich intendiert war für Zombie, wo die Frau in den Kopf in dieses Rotorblatt eben oder in dieses hält und dann sich quasi selbst umbringt. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, Das. das war ursprünglich so intendiert, dass, ich Okay. weiß leider nicht mehr, wie die Frau in dem Film heißt, Also. Fran, glaube ich, Oh. den Kopf quasi in den Hubschrauber halten sollte. Also es gibt doch dieses Rotorblatt, was oben so lang geht und dann an Ja, der Seite und genau. da so reinhält. Und es ist interessant, die hatten übrigens den Kopf von ihr auch schon für die Szene geplant. Und den Kopf, den die eben hatten, haben die am Anfang des Films quasi benutzt, wo dieser Kopfschuss kommt. Okay. Wo doch quasi Dieser dieser Afro, genau, wo legendäre. dieser so Afro-Wig so da ist, haben Ah, sie quasi okay. das so umgemalt und dann diesen Kopfschuss gemacht, wo die dann so Dogfood reingemacht haben und ähnliches. Wo dann auch Tom Savini quasi die Shotgun bedient hat. Ich meine, das hat man damals einfach bei Independent-Filmen so gemacht. Ja, das in diesem Haus, ne, wo die Genau, auch. diesen Komplex, genau, wo dann schon diese Zombie-Apokalypse schon im vollen Umfang Übrigens auch drin eine ist. interessante Parallele zu Hölle der lebenden Toten. Weil da ja auch schon am Anfang diese Figuren als Teil einer, naja, Spezialeinheit oder Polizeieinheit etabliert werden mit ihrer Kompetenz, weil sie sich in so einer Belagerungssituation Klar. zur Wehr setzen. So. Die Ja. Charaktere, okay, da ist es zwar schon auch gleich die Zombie-Apokalypse, aber es könnte auch zum Beispiel so ein Riot oder sowas sein. Genau. So. Ja. Ja. Naja, also ich habe auch einige Parallelen gesehen, aber nicht, dass es halt so ein Rip-Off-Ding ist, sondern es ist einfach, Schon relativ eigenständig finde ich schon, ja. und gleichzeitig bedient sich der Film eben entsprechender Klischees aus dem Genre und eben auch Trends aus der Zeit, Klar. was die, ja, wie du gerade meintest, diese nihilistische Perspektive auch betrifft. Und naja, was halt wirklich reizvoll an dem Film ist, muss man einfach sagen, ist diese Verbindung aus Stammesriten, Kannibalismus und halt Zombies. Ja. Wir hatten ja auch schon mal den Film Zombies unter Kannibalen besprochen, wo das ja auch quasi gebündelt ist, aber bei dem Film war es eher wie so eine Art überkonstruierte Super-Horror-Variante. So, was würde passieren, Ja. wenn mit Zombies und Kannibalen? Hier macht es halt irgendwie mehr Sinn. So. Ja. Ja.
Nö, also auf jeden Fall hat mir der Film Spaß gemacht. Ich finde persönlich, dass es von den Bono-Mathé-Filmen, die ich kenne, schon sein stärkster Film ist, was die Atmosphäre betrifft und ja, so Unterhaltungsfaktor würde ich sogar auch sagen, ja. Das ist ziemlich hoch. Ja. Ach so, diese Fabrik, wo wir auch im Finale des Films wieder landen und wo der Film beginnt, hat die dich nicht auch total krass erinnert an die, du meintest ja, das waren wahrscheinlich Heizkraftwerke in Shocking Dark, aka Ich würde Terminator behaupten, dass 2. es ein Heizkraftwerk ist. Meinst du, das war dasselbe Setting teilweise sogar? Jetzt hier in. Ja, man, also könnte sein, vor So mit allem was diesen diese Treppen, Geländern, genau genau mit den diese. Geländern. Ja, hatte ich mich auch kurz, aber ich kann das quasi nicht, wie sagt man, bestätigen, dass so, es ist eine Vermutung. Ich mag halt einfach die Vorstellung, dass dieses Team oder der Regisseur speziell halt die unterschiedlichsten Stoffe immer an demselben Ort dreht und der Ort aber immer was anderes bedeutet. Halt in Shocking Dark ist es quasi die Unterwelt von Venedig und hier ist es dann quasi im Dschungel von Neuguinea so ein Forschungszentrum. Also immer umgedeutet Das ist quasi. so fremdartig, dass es alles sein Es kann könnte. alles sein. Ja, Es wirkt gute tatsächlich auch Grundlage. sehr apokalyptisch, muss ich sagen. Diese verlassenen Korridore dann und dann hast du die paar Leichen von den Mitarbeitern, die da irgendwie am Boden liegen und du weißt, dass da diese fucking Zombies noch da sind, Klar. aber dadurch, dass die Anlage so groß ist, könnten die überall versteckt Ja, sein. also es ist ja, ein Film, der interessante Versatzstücke eben hat, das zu so einem schönen Amalgam eben verbindet. Ja, also es ist ein guter Film auf jeden Fall, der mir Spaß gemacht hat. Wie gesagt, was ich mir gewünscht habe, das habe ich halt eben anfangs gesagt, aber so wie der Film eben auch das mit diesem Abenteueraspekt eben verknüpft, ist alles in Ordnung. Ich hätte sogar Lust, noch andere Bruno Mathé-Filme auszuchecken. Vielleicht sogar, die er auch mit Fragasso zusammen gemacht hat. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen. Ich weiß ja, Zombie 3 zum Beispiel. Der ist ja an sich eine Regiearbeit von, mir fällt der Name gerade, Fulci? Fulci, wo aber auch, glaube ich, Mathé für Action-Szenen, glaube ich, eingeteilt war. Ich glaube, Fulci hat auch nicht besonders viel an dem Film gedreht, vielleicht Ein nur den Teil. Anfang Ein oder so. Teil des Films, der hat ja, glaube ich, ist dann sehr krank geworden. Ich glaube, das ist ein Schlaganfall oder ähnliches gehabt. Ich glaube, irgendwie Komplikationen bezüglich Diabetes haben Klar, dann kann zu ja sein, seinem dass er dadurch einen Tod auf Schlag. jeden Fall geführt. Ja. Aber das war ja auch Jahre später, ne? Also ich glaube, Zombie 3 ist auch noch Ende 80er. Ja, ich glaube, 88 kam der raus. Und da war auch Matej und Fragasso beteiligt. Das war auch so eine richtige Gemeinschaftsarbeit, ja, kann man Ja. sagen. Ja, okay. Nee, also klar, Zombie 3 kann man gerne mal drüber reden. Ist natürlich auch ein Film, der in eine ähnliche Richtung geht. Sehr viel Exotik, Dschungelatmosphäre und Abenteuerelemente bietet und gleichzeitig eben auch diesen Horroraspekt durchaus Und eindrucksvoll, so sag ich ein mal. bisschen auch so eine übersinnliche Richtung teilweise Stimmt, geht, so ein stimmt. bisschen. Ja. Ja. Und ich würde sehr gerne mal wieder über ein Mondo sprechen. Wir haben ja auch hier so gesehen leichte Mondo-Elemente drin, weil, wie gesagt, Szenen aus diesen Gesichtern des Sterbens als Archivmaterial Klar. benutzt wurden. Und es gibt von Bruno Mattei einen Mondo-Film, wo es, glaube ich, eher so um erotische Sitten geht. Also es ist wahrscheinlich eher so ein Sex-Mondo. Der heißt Libidomania. Und da hatte ich richtig Bock drauf, über den mal zu sprechen. Aber es gibt ja so viele Genrefilme von ihm. Ja. Nazi-Plotation-Filme könnte man drüber sprechen, zum Beispiel Private House of the SS, SS Girls Ja. oder ja, es gibt viele Es Sachen. gibt viele Dinge, der Meister hat ein großes Werk hinterlassen. Ja. Und ja, bietet sich vieles an Ja. zu besprechen. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich war auch froh, den Film mal wieder gesehen zu haben und.
scheint dir auch zumindest ganz gut Ja. gefallen zu haben, ne? Ja. Ich habe es schon nicht bereut und das ist schon mal das Beste. No. Alles andere ist nur Zugabe. Stimmt, also ich meine, wenn man sich in den Filmgenres bewegt, wie wir es tun, dann ist es oft schon eine Art Auszeichnung für einen Film, wenn man ihn ohne große Ärgernisse auch durchschauen kann. Ja. Aber nee, der Film ist wirklich ganz cool. Ja. Also ist für mich auf jeden Fall so ein, sagt man dazu, ich habe den gern, den Film, sagen wir es so. Okay. Ja, schöner Talk geworden, würde ich sagen. Ja. Und wir wollen ja heute noch ein paar Sachen aufnehmen, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten über, ne? Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung, ne? Ja, vielen Dank.